Hey Leute, willkommen zum zweiten Rocket-Video im Jahr 2019. Und bevor wir da jetzt gleich in die Vollen gehen, kann ich die Chance ja nochmal nutzen, ein paar von den Regeländerungen, die ich euch schon angekündigt hatte, euch näher zu bringen. Es wurde also Ende letzten Jahres eine Umfrage gemacht unter allen Spielern. Vielleicht haben von euch auch welche teilgenommen, gefragt, was hat euch am Rocket schon besonders gut gefallen und wo könnte es noch etwas besser werden? Und die Ergebnisse wurden direkt umgesetzt. Also das bedeutet im Wesentlichen, es gibt eine flachere Preisstaffelung. Also der große Jackpot wird gleichmäßiger unter den ganzen Finalisten ausgeteilt. Und es wird auch bessere Chancen geben für die Teilnehmer, für euch, also hoffentlich ins Finale zu kommen. Dazu wurden erstens die Mehrfachqualifikationen abgeschafft und zweitens gibt es jetzt auch ein paar mehr Teilnehmer. Also das Turnier wurde so gut angenommen, dass die Spieler auch gehört wurden und dass es jetzt bessere Chancen gibt, im Jahr 2019 in dieses große Finale einzuziehen. Hoffe also, dass der eine oder andere von euch auch mal sagt, ja, das schaue ich mir doch auch mal an. Das ist ein Turnier, was sich auf jeden Fall für die Spieler lohnt und was sehr fair die ganzen Einsätze wieder ausschüttet. So, nun sind wir aber hier im ersten Spiel. Im besten Fall könnte man hier noch einen sehr gewagten Null andichten, aber gerade nachdem ich letzte Woche irgendwie gefühlt so ein bisschen abgekommen bin vom richtigen Kurs, wo ich einfach zu, ja, offensiv in die Karte eingestiegen bin. Das ist ja manchmal ein schmaler Grat, habe ich mir jetzt vorgenommen, hier das Ganze etwas defensiver anzugehen, um zu sagen, um nicht zu sagen, etwas solider. Ich will mich hier nicht gleich wieder so auseinandernehmen lassen. Nun habe ich mir überlegt, gegen den Grang, was wird wohl Spieler 3 in Mittelhand gereizt haben? Ein Null ja wohl nicht wirklich, wo ich in den dunklen Farben jeweils die kleinen Karten habe. Also am ehesten habe ich mir gedacht, hat er vielleicht auf 24 gepasst, weil er selber Kreuz hat. Deswegen habe ich hier Kreuz Lusche aufgeschlagen. Wird kein Bube gezogen? Das ist schon mal interessant. Kreuz kommt hinterher. Jetzt kommt doch der Bube. Okay, dann hat garantiert mein Partner noch den Herzbuben, würde ich mal denken. Der hat vielleicht sogar selbst den Kreuz gereizt mit Kreuz König zu dritt. Was ist denn jetzt hier los? Überlegung und dann wird schon aufgegeben, hingeschmissen, aber gewonnen mit 65. Das geht natürlich nur mit 20 im Keller, also Pik 10, Karo 10 wohl gedrückt. Ja, denke mal, ich weiß jetzt nicht, ob wir es mit einem anderen Aufschlag das Spiel hätten in Bedrängnis bringen können, ne, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Diese Stiche wird der Spieler wohl immer machen. So, zweites Spiel. Gelegenheit für mich jetzt schon ein bisschen besser, aber in Hinterhand beide reizen. Jetzt kann ich natürlich diesen Fünftrümpfer Kreuz noch durchziehen oder auch hier mit Fantasie kann es auch ein Null werden. Sind aber auch zwei Faule auf jeden Fall und dann noch Kreuz Dame und Karo Ass. Also am ehesten vielleicht noch den Kreuz, aber gegen diese zwei Reizungen. Guckt mal an, wie viel Volle ich hier nur kontrolliere. Eigentlich ja nur das Karo Ass. Alle anderen Vollen habe ich jedenfalls nicht unter Kontrolle und zumindest irgendwie eine Fantasie, dass ich vier Volle bekomme. Die müsste ja schon gegeben sein. Also gegen zwei Reizungen denke ich mal, schaue ich mir das lieber an und auch Spieler 3 wird es jetzt nicht leicht haben, sofern mein Partner einen ehrlichen Herz gereizt hat, dann ist der Pik auf jeden Fall mindestens ohne 3. Jetzt die Überlegung, ob ich mit Kreuz versuche, meinem Partner was zu öffnen, aber eigentlich muss Kreuz die starke Farbe des Alleinspielers sein. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden für Karo. Und dadurch, so mit der 7, ein bisschen link eigentlich, und dieser Stich gefällt mir gut. Klar, nämlich Karo 10 ist bei dem Alleinspieler. Kann natürlich gedrückt sein, aber mein Partner hat jedenfalls kein Karo mehr. Also wenn ich jetzt an Stich komme, und das habe ich mir doch gedacht, dass sich da auf Herz die Gelegenheit ergibt, dann kann ich jetzt natürlich sofort das Karo Ass ziehen und gucken, wie es gedrückt ist. Leider ist Karo 10 im Keller, übersticht Karo Bube, 25 Augen. Kreuz Bube muss mein Partner ja auch noch haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Chose in Herz weitergeht. Herz 10 hätte ich natürlich gern gesehen und jetzt muss ich überlegen. Herz Ass, will er jetzt, dass ich steche oder will er, dass ich wimmel? Wie viel Herz hat er? Wie ist das Blatt gedrückt? Gar nicht so einfach, wenn ich jetzt Herz Ass steche und danach Spieler 3 steht noch auf der bestellten Herz 10, dann sieht das ja auch ausgesprochen dusselig aus. Es ist ein Fünftrümpfer, er kann also natürlich auch neben dem blanken Karo den Herz blank gedrückt haben und dann noch drei Kreuz an der Seite.
Aber ich glaube, wenn mein Partner will, dass ich steche, dann hätte er jetzt hier die Herz 10 spielen müssen oder können, wenn sie nicht gedrückt ist. Deswegen wimmel ich und doink, war es verkehrt. Mist, das ist natürlich ärgerlich, denn jetzt wird Spieler 3 das Spiel problemlos gewinnen. Trumpf steht auch noch. Jetzt 1-1. Na siehst du, da hat er jetzt noch einen Trumpf und zwei hohe Kreuz. Ja. Und ja, hier sehen wir es. Mein Partner hat noch ganz schön viel Herz. 5 Herz hatte er, dann hätte er vielleicht besser hier die Herz 10 gespielt. Die hätte ich hoch vorstechen können. Spieler 3 hat dann schon gar keinen guten Abwurf mehr. Der hat noch Trumpf, Ass 10, König, Kreuz, Ass 10, König. Der muss mir also schon ein Bild geben. 41. Dann langt es uns aber auch nicht, obwohl ich dann noch mal Karo bringen kann. Also da hätte Spieler 1 schon, wenn der im zweiten Stich, nee, im dritten Stich mindestens die Herz Dame spielt. Dann hätten wir jetzt hier nach Stand 44, hätte ich noch mal Karo bringen können, dann hätten wir das Spiel auf 60 legen können. Ja, so ist es aber nichts geworden. Wie zu sehen und wie bewiesen. So, drittes Spiel. Zwei Buben, zwei Asse. Ja, für Rocket-Verhältnisse ist das ja schon ein halber Grand Hand. Aber das ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit und der neue, der disziplinierte Daniel sagt, alles klar, 23 noch, okay, wird gehalten, 0 wird er sowieso nicht haben. Nö, soll man erstmal Spieler 1 machen, das ist einfach für ein seriöses Spiel noch zu dünn. Ich denke auch nicht, dass ich für den Kreuz dann rangekommen wäre. Also erstmal gucken. Und jetzt wird Kreuz gespielt und das ist doch eine gute Nachricht, dass ich mich jetzt nicht reingedrängelt habe und jetzt einen Kreuzversuch gegen die ganze Handvoll Trümpfe. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, Karo Bube ist jetzt natürlich eine Gewissensfrage. Ich bin eher so der Typ, der häufig mal einen Buben in so einem Fall auch einmal laufen lässt, gerade mit 4 Trümpfen. Aber mir fehlen natürlich beide Trumpfvollen und wenn jetzt ein Trumpfvoller blank steht bei meinem Partner, dann habe ich absolut mit Rosinen gehandelt. Also in dem Fall habe ich mich jetzt doch entschieden, da mal raufzugehen und zack, war es schon wieder falsch. Ihr könnt mal so eine kleine Strichliste führen. Wie oft hat sich Daniel in diesem Video falsch oder schlecht, ungünstig entschieden? Da haben wir auf jeden Fall jetzt schon den zweiten Strich. Pik Bube ja ganz offensichtlich blank bei meinem Partner. Also hier schon mal schön Trumpfstich verballert. Aber ich habe ja trotzdem noch die beiden Asse. Also mal gucken, ob da trotzdem was geht. 6 Augen haben wir und Herz ist die Stechfarbe. Das ist an sich schon wieder eine gute Nachricht, weil der Alleinspieler logischerweise jetzt in Pik und Karo noch irgendwelche Problemstellen haben muss. Vielleicht hat er sogar zwei Zwillinge in der Hand, sodass, weil er den Herzkönig gleich sticht oder er will die Karte noch nicht verraten. Das Spiel verfolgen wir jetzt natürlich mal sehr, sehr aufmerksam. Kreuz Dame lasse ich jetzt laufen. Da kann ich noch das eine Auge mit dem Kreuz König mehr bekommen und außerdem kriege ich jetzt schon einen Abwurf von meinem Partner zu sehen, kann also leichter erahnen, was die schwache Farbe des Alleinspielers ist, beziehungsweise was die Ballkarte des Alleinspielers ist. So, jetzt wird natürlich, der Alleinspieler steht noch auf Trumpf Ass, König 8, der wird jetzt natürlich den König anbieten, den muss ich mitnehmen, sonst, wenn ich den tauche, kriege ich sonst weniger, sonst kriege ich nur die 8. Das ist das Herz Ass auf 23, wunderbar, jetzt kann ich hier die Trumpflusche wunderbar benutzen, um zurückzuschieben und meinem Partner noch einen weiteren Abwurf zu erlauben. So, Karo Dame, alles klar, dann hat der Alleinspieler wohl Karo 10, König Lusche. Da kommt auch der König, wie zum Beweis, dann ist auch klar, wenn ich jetzt tauche, kriege ich danach wieder nur die Lusche, also es wird weniger, nehme ich natürlich raus, 23 liegen, oh, wie schön, Pik 10. Das sind jetzt 48 und er muss ja noch einen Pik haben. Er muss noch einen Pik haben, da er 6 Trümpfe hat und nur maximal 3 Karo, damit jetzt mein Partner, falls er jetzt noch die Lusche führt und Pik König gedrückt ist, die Lusche abschmeißen kann, oder auch falls er den König hat, jetzt nichts falsch machen kann, schiebe ich jetzt einfach wieder Karo zurück. Das scheint mir hier die sicherste Wahl zu sein. Und was denn hier passiert? Jetzt legt er da den Pik König rein. Den sollte er doch bei mir reinlegen. Na gut, dann wird er den wohl blank haben, dann ist eine Pik Lusche im Keller. Ja, und dann. Ja, das sind so die Momente, da könnte ich mit dem Herzkasper hier vom Stuhl fallen. Jetzt hatten wir 48 liegen, kriegen noch den sicheren Pikstich. Mein Partner haut den Pik König beim Alleinspieler rein, für mich die Lusche jetzt auf 59.
Das ist ja schon, als ob das jetzt noch nicht schlimm genug wäre. Hat er auch noch Herz 10 in der Hand? Also warum haut er überhaupt nicht Herz 10 rein, sondern Pik 10, wo Herz schon gestochen war? Ah, gar, schreien, ärgern, wundern. Es ist ja nicht zu glauben, manchmal dieses Spiel. Jetzt startet Spieler 1 da mit solchen Myrten und kriegt das Ding geschenkt. Aus solchen Vorfällen sind dann häufig die guten Listen geschnitzt, sag ich mal. Wenn du dieses Glück hast, solche Spiele eben, ja, auch teilweise leichtfertig geschenkt zu bekommen. So, Spiel 4. Mensch, Ansätze sind vorhanden, aber ich komme einfach nicht ans Spiel. Klar, auch dieses Spiel könnte man mit gutem Willen noch höher peitschen. Na, nur was will Spieler 3, was will Spieler 1 reizen? Es scheint nicht so, als ob die Chancen dann für mich besonders gut wären. Jetzt kommt ein Pik dabei raus, bei 30, also sicher auch ohne 2. Meine Beikarte 3 Asse, also wenn wir den jetzt nicht auch wieder nicht legen, dann fresse ich hier gleich ja einen halben Besen oder beiß in den Tisch. Dann kann es sein, dass ihr mich hier plötzlich bei Spiel 5 den Tisch verlassen seht vor lauter Frust. Ja, Ausspiel übrigens auch jetzt natürlich nicht ganz einfach. Eins von diesen einfach bestellten Assen will ich nicht ziehen, weil mir die Gefahr viel zu groß ist, dass der Spieler in der 10 zu dritt dann steht, als Stärke in der Beikarte. Herz Ass will ich natürlich auch nicht bringen, wo ich nur zwei Trümpfe habe und die Farbe lang. Herz 7 ist mir dann schon wieder zu wenig. Ich spiele jetzt mal im Prinzip gegen die Regel ein, sich, wenn du das Ass hast und unter durchspielst, sollst du die Lusche bringen. Ich spiele jetzt hier mal gegen die Regel den König, so ein bisschen halb hoch. Ich glaube, dass ich meine vollen Beispieler drei ja noch in Trumpf unterbringen und mindestens einen oder auch zwei werde ich so im Spielverlauf nach Hause bekommen. Nun könnt ihr den nächsten Strich machen. Wieder toll getroffen zumindest. Es ist die Stärke, die Herz 10 zu dritt bei Spieler 1 und der nimmt jetzt hier gleich 14 Augen mit. Gut, dass mein Partner abwirft, das gibt mir immer noch die Hoffnung, dass wir dieses Spiel trotzdem am Schlafittchen packen und ich dränge mich hier auch nicht direkt mit Pik Bube ran. Das habe ich gar nicht nötig. Ich stehe hinten mit den bestellten Vollen, kann also wunderbar das Spiel aus Mittelhand erstmal einmal kommen lassen und logischerweise durch die Herz 10 ist natürlich das Blatt von Spieler 1 auch verraten. Der wird noch die beiden Herz Luschen haben. Also jetzt draufnehmen, 16, da die erste Wimmlung kassieren, 37, nächste Wimmlung 44. Jetzt kann ich den Kreuz klein zurückspielen. Ja, gut, das ist natürlich hier das Todesurteil. Oder auch die Aufgabe von diesem Spiel war natürlich ein ganz schwaches Spiel. Eine Kreuzlusche, eine Karolusche und die Herz 10 zu dritt. Das sind also auch dann nur 5 Trümpfe. Jetzt habe ich natürlich noch einen schönen Überschlag mit Pik Bube. Also da hat Spieler 1, den haben da wohl die Hummeln gestochen, dass er jetzt, wo er mal ein Spiel so glücklich geschenkt bekommt, glaubt, dieses Spiel gegen zwei Reizungen, also so eine Lerche jetzt nochmal loszumachen. Und naja gut, 31 hat er bekommen, da ist er also ganz knapp am Schneider vorbeigeschrammt und ja, obwohl ich es nicht glücklich getroffen habe, ist das natürlich dann auch mal so eine kleine Genugtuung, dass das nicht immer hinhaut, dass die Gegner dir nicht die ganze Liste nur auf der Nase rumtanzen, obwohl es hier irgendwie schon den Eindruck schon wieder macht, denn ich habe hier wieder 4 volle, einen Buben, aber keine Chance für eine realistische Reizung ans Spiel zu kommen. Und ja, das tut doch irgendwie ein bisschen weh. Sowas tut ein bisschen weh. Gut, Karo Bube gesehen, alles klar. Trumpf Ass kann ich hier behalten. Zur Trumpffolge des Alleinspielers kann man hier schon sagen, ja, auch ein bisschen gewagt, diesen Sechstrümpfer mit 2 und zweimal von oben zu ziehen und dann zu erlauben, dass jetzt hier 22 in einem Stich fallen, statt einmal solide unter raus, wenn nur 15 gefallen wären. Gut. Ich greife jetzt erstmal ins Herz Ass und zack, Strich bitte auf die Liste. Daniel hat schon wieder Scheiße gebaut. Guckt es euch an. 22, 33, jetzt an der Herzlusche von meinem Partner ist natürlich zu sehen, dass Herz, Dame, König noch beim Alleinspieler sind, wahrscheinlich in der Hand, und dann habe ich natürlich damit auch wieder den Stich verschenkt. Jetzt ist es aber sowieso zu spät, jetzt kann ich also auch direkt die Herz 10 ziehen, kriege auch die Pik 10 auf 56. Gut, jetzt sollten wir diesen einen Stich natürlich noch machen, ob in Pik oder Karo.
Und da geht die Karte auf, Karo Ass noch beim Alleinspieler. Gut, ist Herz Ass jetzt unbedingt ein Fehler? Bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Zumindest kann ich guten Gewissens verkünden, es gibt sicher auch Verteilungen, wo das absolut richtig ist. Zum Beispiel eine blanke Herz Lusche beim Alleinspieler und sowas wie Karo Ass König Dame, dann nach 22 im Trumpf, dann Herz Ass Lusche König 37 und danach einmal Karo Pik tauchen und dann Karo Dame mit Pik 10 mitnehmen auf 60. Also es hätte auch Verteilung gegeben, wo das korrekt war. Hier war es mal wieder nicht gut getroffen. Ja, wie gesagt, Vortrag von Spieler 3 fand ich jetzt auch nicht super überzeugend. Trumpf von oben. Gut, und mein Partner hat doch auf die Trumpf Lusche, dass er da Pik Ass reinhaut. Das ist wohl verständlich. Herz Lusche hätte mir jetzt ein bisschen mehr geholfen. Dann hätte ich vielleicht einfach Karo gespielt und danach drei Herzstiche noch gemacht. Ja, hätte, da sind wir wieder beim Skat, bei diesem Spiel mit den verdeckten Informationen. Da wirst du ganz zwangsläufig hinterher häufig feststellen, dass du einfach nicht optimal getroffen hast. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eingegangen. Und der ist bei 18. Und die Buben kommen verteilt. Und ich habe kein Ass. Ich bin frustriert, das wird doch hier nichts für uns. Wenigstens steht Herz in einer Hand. Gut, dann macht er jetzt König einen Stich. Da sind wir schon bei 28. Tja, Pik Lusche, Pik Lusche. Sollte da jetzt noch irgendwie was in Karo gehen? Sollte da noch irgendwas in Karo gehen? Da kommt zumindest die Lusche gut durchladen und zack! Leider wieder nicht. Der Alleinspieler hat korrekterweise Karo 10 im Keller, hat jetzt Pik König noch in der Hand. Gut, wäre vielleicht aus seiner Sicht noch sicherer gewesen, zu schnippeln auf die Pik Lusche, dann hätte er definitiv nur 14 abgegeben. Und dann nicht mehr verlieren können. Na, ist mir jetzt auch zu mühselig durchzurechnen, ob jetzt noch eine Niederlage möglich gewesen wäre, wenn ich die Pik 10 halte und mein Partner das Karo Ass legt und dann den König nachspielt. Sowas in der Art. Hätten wir in die Nähe kommen können. So, nächster Gang, Spiel 7. Jetzt galoppieren Sie mir auch noch davon. Das wird ja immer schöner hier. Ja, gestochen. Buben kommen wieder links und rechts. Na, wenn ich hier so ein bisschen manchmal missgünstig rüberkomme, ein bisschen geflaxt ist das natürlich auch. Ich bin ja jemand, der wirklich, also wirklich gut gönnen kann. Ich freue mich immer, ich pflege ja zu sagen, das zeigt einen, dass es das Gute im Skat noch gibt, dass es manchmal auch diese Spiele gibt mit Vieren, Gang mit vier Schneider oder solche Gangs, die dann einfach laufen, die dann einfach funktionieren. Das gehört ja auch dazu. Es soll ja beim Skat nicht immer nur Frust und Betspiel hageln. Aber für mich natürlich bin ich jetzt hier hinten an, habe noch nicht ein Spiel bei Spiel 7 und wir haben auch erst eins umgebogen, obwohl doch vielleicht das eine oder andere schon auf der Kippe stand. Ja, also jetzt muss ich mich mal hier zusammenreißen. So, jetzt muss ja irgendwann mal was passieren. Ich biete jetzt mal 20, obwohl, ja, wenn wir uns tief in die Augen schauen und ich jetzt wieder gucke, wie viel Volle kontrolliere ich denn hier? Also Dolle ist das noch nicht, ne? Gerade in Trumpf, Kreuz. Also jetzt komme ich immerhin mal ran. Das sind ja immer gute Nachrichten, aber jetzt muss auch erstmal was drin liegen. Zack. Aha, der sechste Trumpf und eine Verstärkung in Pik. Jetzt habe ich ein Zwei-Farben-Spiel mit 13 im Keller. Da ist mir ja dann nicht mehr ganz so bang. Das Ass kriege ich auch gleich gestochen. Ach. Das deutet dann auch schon darauf hin, wenn du im ersten Stich hier so leicht den vollen angeboten bekommst, dass die Trümpfe nicht zu viert stehen, sonst liegt da häufig nur Lusche Bild, dann weißt du gleich, was los ist. So gesehen, ich kann jetzt auch hier, um mir einen Stich hochzuspielen, jetzt Pik, also Trumpf von oben und dann Pik Dame oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, gegen vier Trümpfe, falls sie dann doch stehen, bin ich noch stärker unterwegs, wenn ich hier unter durchspiele. Gut, dann verliere ich ein paar Stiche in Pik, die trage ich ab, das juckt mich nicht mehr. Ich brauche jetzt nur noch den einen vollen hier und ja, um angenommen, der wird jetzt hier übergestochen mit dem letzten Trumpf, dann hole ich mir dafür die Pik 10, weil ich in Hinterhand sitze.
Also ein Vollen braucht ihn noch und das Pik Ass, das kriege ich natürlich. Und so rum lässt sich das Spiel also auch gut gesteuert leicht gewinnen. Ja, da ist mein erstes Spiel. So, Spieler 1, warm anziehen. Jetzt komm ich. Tja, gut gebrüllt und dann ist gleich der Motor wieder abgesoffen. Wie viele Striche habt ihr denn jetzt schon auf der Liste mit Verbesserungsvorschlägen, die ihr dann hoffentlich in den Kommentaren bei mir einreichen werdet? Schon eine ganze Menge heute, ne? Manchmal gibst du diese Listen, ja, du machst gefühlt, du gibst dir Mühe, du denkst auch nach, triffst Entscheidungen und es sind immer irgendwie die falschen Entscheidungen. Also ich kann nicht sagen, dass ich bisher wirklich glücklich über den Listenverlauf bin. Na, ich will mich jetzt nicht selber zu hart mit mir ins Gericht gehen. Entscheidungen alle irgendwo finde ich vertretbar, nachvollziehbar, aber in der Summe ja, einfach noch nicht so glücklich. So, jetzt haben wir hier wieder, war eine interessante Situation, also aufhören zu lamentieren und nochmal nachdenken. 36er Reizung von meinem Partner. Gut, hat er jetzt ein Kreuz Hand gereizt, halte ich für möglich. Also auf jeden Fall jetzt mal die Gegenfarbe anzeigen. Und ja, Kreuz Bube ist da. Mein Partner geht aber auf die Gegenfarbe gar nicht ein. Dann spielt direkt Kreuz 7, Kreuz 10 wird rausgenommen, also das Kreuz Ass wurde gedrückt. Das Ganze erweckt bei mir sofort den Verdacht, dass mein Partner noch die beiden roten Buben hat. Na, wenn das Spiel stärker wäre, dann ist wahrscheinlich Kreuz Ass nicht im Keller. Dann kommt vielleicht auch nicht aus zwei Buben der Bubenaufschlag. Also irgendwie denke ich, das Spiel wird schwer. Und dass mein Partner da noch ein bisschen was kann, dass er auch deswegen nicht Herz gebracht hat. Erstens, weil er es vielleicht nicht hat, aber auch, weil er einen anderen Plan hat, sich sein Kreuzen hochspielen will. So, Herz 10 tatsächlich oder Herz bestellt beim Alleinspieler, ist mir aber nicht bang. Wenn mein Partner noch was abzuschmeißen hat, kann das tun. Hat er aber nicht, er sticht hier mit dem Karo Buben. Ja, und da wird er sich wohl gerade den Kreuzstich hochgespielt haben. Der wurde aber verweigert. Da, Spieler 1 schnippelt noch auf die Kreuzdame. Gut, das war bekannt, dass die bei Spieler 3 ist. Muss aber, um diesen Stich zu machen, die bestellte Karo 10 abtragen. Also das war natürlich auch wieder so ein Bilderbuchgrang, wollen wir es mal nennen, ne? Karo 10 einfach bestellt, Herz 10 einfach bestellt, von Kreuz Ass 10 König, das Ass im Keller. Und nur den Pik Buben in Hand, Pik 10 fehlt ihm auch, also auf ganz, ganz dünnem Eis gebaut, gerade gegen diese Reizung. Ich denke mal, jetzt in Spiel 9 ist Spieler 1, glaube ich, auch, also sollte er langsam ans Ende seiner Reizfreude kommen, denn das wird ja hier heute nichts für ihn. Tja, gesagt, getan, und da passen auch beide. Ja, Rollmops, aber ein Ass dabei und gute Laune und den Willen jetzt, mich von Spieler 1 ein bisschen abzusetzen. Also ich schaue noch mal, kann ja sein, dass Spiel 11 und 12 auch noch zwei fette Spiele kommen, dann hätte ich mich geärgert, wenn ich dies nicht mitnehme, aber da sehen wir es, Herz 7 und Karo 8, also tatsächlich glaube ich, Spieler 1 hat justement nach dem verlorenen Spiel seinen Reizstil gravierend geändert und ich bin der Leidtragende, es liegt nichts drin und jetzt habe ich natürlich hier mal wieder eine absolute Katastrophenkarte. So, jetzt muss ich Herz oder Karo spielen, hoffen, dass die Karte gleichmäßig sitzt. Wenn die Karte so schlecht ist, dann spiele ich fast regelmäßig mit der blanken 10, weil es, wenn die läuft, dann kann da so ein Momentum aufbauen, dass du dann nicht nur die 10 heimkriegst, sondern danach vielleicht auch nochmal das Ass mit einer Ladung gestochen. Ja, aber machen wir uns nichts vor. Ich gebe diesem Spiel keine besonders guten Chancen. Wenn Karo 2-2 steht, dann muss Kreuz schon unterm Ass rauskommen, dann wird es zumindest nicht verladen. Wenn das Kreuz Ass auf Karo geladen wird, dann kann zwar sein, dass ich die Kreuz 10 dann mache, aber dann werde ich trotzdem, ja, wenn ihr wieder die Vollen sehen, es wird wohl schwer reichen. So, schaut an, da ist das Kreuz Ass, also Kreuz 10 oben gar keine schlechte Idee, aber ich spiele gegen 4 Trumpf. Könnt ihr einfach mal gucken, was da an Punkten unterwegs ist. Karo 10 jetzt rein, Karo Ass König und Dame, logisch, die Stiche gibt es auch noch, also wie soll
das reichen, das Spiel kann einfach nicht funktionieren. Ja, bei meinem Glück ist der letzte volle Pik 10 dann auch noch in Hinterhand. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, 50 habe ich nicht erreicht. Was habe ich bekommen? 45, na, das ist doch die goldene Mitte zwischen 30 und 60. Ja, schaut an, zwei Spiele vor Schluss bin ich zurückgefallen. Hinter Spieler 1, Not gegen Elend. Und Spieler 3, ja gut, ich habe ihn kritisiert, ich glaube auch zu Recht. Alles ganz fein hat er nicht gespielt, aber taktisch steht er jetzt bombig da. Spieler 1 und ich, wir sind am Ende unseres Willens, unserer Möglichkeiten, und er kommt jetzt nochmal in Vorhand für 18 zum Zug und kann jetzt ein gutes Ergebnis spielen, denn ja, da purzelt ein Gang raus, die Buben kommen schon wieder, dann wird der wohl auch keine Probleme machen. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass wir ihm nicht noch zum Schneider verhelfen. Also schnell erstmal hier was reingeladen und immer rein mit den Bildern. 28, ja komm, das schaffen wir. Buben sind raus. Die Vollen gehen auch rüber und damit sind wir natürlich gut rausgekommen. Aber 500 Punkte für Spieler 3 und jetzt ein Spiel vor Schluss bin ich 8 Punkte hinter Spieler 1 und der steht ja nun wirklich lausig. Also nein, 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 das darf nicht so bleiben und nun habe ich nur Scheiße, drei Damen und fünf Luschen und zwei Buben, aber wenn ich jetzt passe, Spieler 1, ich habe es im Gefühl, der Reiz auch nicht mehr. Ich muss 18 sagen. Nein, ich darf es nicht. Ich habe es doch getan. Ich habe 18 gesagt. Komm, erlöse mich. Spieler 3, erlöse mich aus der. Nein, nein, nein. Oh. Tick. Pik Bube, Pik Bube. Also zählt mal meine Vollen, bitte. Viele sind es nicht, trotzdem kann dieser Kreuz natürlich gewonnen werden, wenn, kann auch leicht gewonnen werden, wenn Herz 2-2 verteilt ist bestenfalls und Trumpf nicht zu 4 steht. 4 steht, wenn Herz Bube sogar nur zu 2 ist, kann ich sogar alle Trumpfstiche machen. Also es gibt Möglichkeiten. Ja, Pik 9 Abwurf verrät natürlich das Blatt komplett. Andererseits, es muss sowieso einigermaßen günstig stehen. Deswegen auf 10 Augen oder 11 Augen hier die Lusche loszuwerden, ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Jetzt habe ich natürlich erstmal nichts mehr abzuwerfen. Herz soll ja sowieso stehen und jetzt muss Trumpf bitte kommen. Einigermaßen. Na, immerhin Ass und 10. Gut, dann fehlt nur noch Herz Bube. Wenn ich jetzt Trumpf rausspiele, komme ich gegebenenfalls auch trotz Herz 2-2 zu kurz und muss Herz einen dritten Stich verlieren. Deswegen jetzt gleich auf Herz wechseln. 31, bup, bup, Bube Abzug, 42, 44, also wenn Herz, da ist das Spiel gewonnen. Wenn Herz König jetzt noch bestellt steht und auf meine Herz Dame schnippelt und dann Voller noch eingeht, dann hätte ich es noch verlieren können, mit der Lusche nicht. Und warum kommt der König jetzt, weil Herz sowieso 2-2 steht? Hui, also immerhin zum Ende raus noch ein Flockenspiel gerade so gewonnen und damit die kleine Nebenwette gegen Spieler 1. 3 zu 2 hat er gespielt, ich 2 zu 1. Ja, profitiert, wenn man so will, hat Spieler 3. Der hat nichts anbrennen lassen. 500, souveränes Ergebnis. Dazu gratuliere ich und freue mich dann wieder auf nächste Woche. Irgendwann muss der Knoten ja auch in diesem Jahr mal platzen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, unterstützt mich und fangt mal wieder an, die Daumen zu drücken, Mensch, damit das nicht so weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch gut Blatt.